Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Call of Cthulhu. Ich bin euer Dungeon und zusammen zocken wir eine Runde. So, das Spiel ist geladen. Dann kann es auch gleich losgehen, aber irgendwie meint mein OBS andauert, mein Chatfenster in die verkehrte Ecke zu packen. Bin ich dann auch immer wieder ganz lustig. Ups. So. Und ich grüße meinen Freund, den Niki. Wie geht es dir? Was hast du heute so Schönes getrieben? Währenddessen trinke ich mal einen Schluck und mein Schatz ist auch schon da. Ich grüße dich. Die Herrin der Hölle ist eingetroffen. So, Wahnsinn betreten. Wir sind in der Wunderhöhle. Ja. Nicht viel. Ich bin mal wieder zu gar nichts gekommen. Wieso musstest du heute schon wieder so viel machen? Was dann auch wieder komplett verkehrt war? Oder? Ne? Time has weakened these structures. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Dümpel da mit meinem Zippo herum. Ja. So halb? Was los, Niki? Grüß dich, Björn. Wie geht es dir? Und wie geht's Charlie? I don't have time to search them all. Wir haben keine Zeit, jede einzelne zu durchsuchen. Dann durchsuch doch wenigstens eine. Das sieht aus wie Drachenfeuer. Hier kann ich da suchen. It looks like animal oil. Certainly not whale. Nee, Walblut sieht anders aus. Mein Handgelenk tut immer noch weh. Ist doch etwas angeschwollen. Naja, wie kräftig hast du denn auf den Tisch geschlagen? Nicht zu nah mit dem Feuer. Aber dann kann ich mir jetzt wenigstens erklären, warum das Feuer hier die ganze Zeit so grün ist. Oh, hört ihr die Leute, sie beten? What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a... Würde mal sagen, sehr stark. Musste halt alle angestaute Wut rauslassen. Oh, Niki. Glaub mal, ich sollte das vielleicht auch mal machen, aber dann hält nichts mehr. Hast du deine Anhänger gefunden? Nein, das sind nicht meine. Definitiv nicht. Meine sind intelligenter, die kommen direkt zu mir. Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier runterpinkle, kriegen die das mit? Das sind Feinde. Das sind nicht meine Anhänger. Das sind feindliche Anhänger. Die beten das Verkehrte an. Die müssen ausgelöscht werden. Dem Charlie geht es gut. Er schläft ganz oft und der ist sehr verspielt. Naja, berechne mal. Er ist ja noch jung. Ist normal. Für ihn ist alles neu. Du und deine Ideen. Wieso? Das ist keine Idee, Niki. Wenn ich wirklich mal meine angestaute Wut rauslasse, ist nichts mehr nied- und nagelfest. Die Leute können froh sein, dass ich die unter Verschluss halte. A mass grave. Massengrab. Hey, ein Bild. Sieht aus wie du. Ja, schlitz ihn auf. Das wird ein tiefer Fall. Also, das meintest du nicht. Du meintest das mit dem Runterpinkeln. Also.
I gotta. Boxsack. Boxsack ist doch langweilig. Okay. I can't breathe. What? Boah, das Ding geht ja voll auf die Ohren. Muss das mal leiser machen. Björn, das hast du letzte Woche auch schon gefragt. Ab 16. Ja, Fall da. Fick da auch noch mal ein bisschen weiter runter. Oh, der knallt voll der Türen weg, still. Achso, einen menschlichen Boxsack. Ja, gerne. Ich wüsste da definitiv denjenigen auf Platz 1. Auf 2, auf 3. Also sagen wir mal die Top 5. Würde bestimmt Spaß machen. Alle in ein und die Reihe legen, ey. Wenn der eine weg ist, dann den nächsten nehmen. No, damn it! I must find a way out of here. Und Niki, du bist nicht in der Top 5. Wie konnte ich nochmal mein Feuerzeug rausholen? Leuchte meinen Sehne, leuchte meinen Sehne. Ich hab ein Feuerzeug in der Hand, da kann die Dunkelheit mir gar nichts mehr. Ich kann aber nur mit rechts zurzeit. Links ist kaputt. Ja. Kriegen wir hin, Schatz. Stimmt, ich bin in der Top 3. Aber ja klar, wenn ich sage, ich nehme die Top 5 und du bist nicht da drin, ne? Lappen, du. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Okay. It's like in my dream. Weil die kranke Scheiße, die ja da träumt. Nein, du bist doch nicht in den Top 20. Du bist in keiner Top-Liga drinne. Du bist das Nonplusultra des Eiertretens. Entschuldigung. I can't read Latin. Ach so, der Typ kann kein Latein. Ego ist o morte. Perfekt. Warte, was? So geil, Niki. So geil. So geil. So geil. Du bist das Nonplusultra des Eiertretens. Als Antwort kommt perfekt und dann gleich. Warte, was? Niki, das ist so geil. Das ist so geil. Oh, geil. Oh, Mann. Oh, ist das geil. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Gucken wir gleich mal da in die Ecke. Muss ja doch gleich was runterfallen. Diesmal passiert nichts. Man hat nur irgendwas gehört, aber das war's. Manchmal müsste man den Chat mitklippen können. Oh ja, oh ja. Ja, da geht der Chat irgendwann dann weg bei den Clips. Das ist halt der Nachteil. Ja, trotzdem, das war so. Das war so geil. Das war so geil, Niki, ey. Aha, mit Q kann man Twitch schließen. Wenn ich jetzt drauf drücke, beende ich dann den Stream. Würden sich bestimmt einige freuen. You who sleeps, accept this dream from your immortal kingdom. Ja, Cthulhu Nithsiha. Also Cthulhu heißt das. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Ibithnk. Hupad. Ich will ja näher dran. Cthulhu Bithnkor. Ey, der schwebt. Grant him your mind. Doch nicht. And accept his, so that his mind and yours may
maybe one. Er hat einen epileptischen Anfall. Nee, ich nicht. Nee, mit Steuerung und Q kann man die Desktop-App schließen. Achso, ich würde mich auch nicht freuen. Ah, wollte ich ja gar nicht, Niki. Ich meinte bei den Clips den Chat mit drinnen. Ah, das wäre manchmal ganz schön. Ja, definitiv. Ich muss da irgendwie näher dran. I feel him. Yeah, I feel it. You are given in me. In me. Let him pass through every part of you. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Bring me more sacred. Ist doch irgendwie hier. Oh, da liegen auch schon welche. Nett. Ja, da sehe ich nichts mehr. Wir wissen, was passiert. Wo ist da irgendwie näher dran? Toll, da passiert irgendwie nicht viel. Die kriegen mich auch nicht großartig mit. Gucken wir uns mal diese Kuttenträger hier mal genauer an. Dead. Tot, das Ritual hat sie getötet. Wie passt das zusammen? Naja, Cthulhu ist halt nicht in sie gefahren. Oder es müssen drei geopfert werden, damit sich eine Tür öffnet. Entschuldigung. We are ready for the ceremony. What about your protégé? His awakening is complete. He will join you shortly. Der hat mich nicht gesehen, obwohl er eine Laterne in der Hand hatte. Spielen wir jetzt Dead by Daylight? Ihr solltet aufhören, von dem Zeug zu schnuppern. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Das war ein Kopfschuss. Wann bist du hässlich? You shouldn't have seen this. Oh, Houston? Ich kann irgendwie nicht weg. Doch, da lang. Okay, wir laufen. Wir laufen weiter. Man kann der laufen. Game over? Dem Abend sollte er mal zum Arzt gehen, definitiv. Und mit dem Gesicht des Todes. Kein Fachmann, aber ich würde mal vermuten, der ist tot.
Besser wie ein Weg. Aber Dante, du weißt doch, Blei im Kopf steigert das Denkvermögen erheblich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Kalk bremst das Hirn. Und Nichtwissen macht auch glücklich. Oh, ein Kundenträger hat es zerlegt. Alter Falter. Er hat mit einem Schlag alles kaputt gerissen. Eureka. Niki, du kannst das nur mit dem Furzen, ne? Light. At last. Alter Gevatter. Na toll. Wieder voll für den Arsch. Wieder einen draufgekriegt. Riverside Institute. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte, ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Achso, das war der Hawkins. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Sag mal schneller. Vorhin schon beim Laden Schwierigkeiten gehabt, des Speicherstandes und jetzt sowas. Das sieht übel aus. Ich mag keine Spritzen. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. Sehr schön, Nicky. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Dad, he killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too. We were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No. Jo, was geht denn da für eine Scheiße ab? Ja! Yeah. Ich bin in der Ballerburg. Geil! Ich bin zu Hause. Where am I? In meinem Ferienhaus. Ja, da strömt dieses fette Gas hier rein. Ich sag jetzt, dieses Gas sollte man nicht so schnuppern. Nee, schlafen will ich nicht.
don't want him to find me. Alter, was hat der denn für eine Scheiße da gekritzelt? Inwiefern, Niki, was dazu sagen? Ich will nicht schlafen. Ach, guck mal, mein Nachttöpfchen. Irgendwie habe ich anscheinend keine andere Option, ne? Außer schlafen. Okay, legen wir uns mal schlafen. Er lacht so schön. Bin ich denn jetzt schon wieder? Ich habe das Gefühl, dass wir schon wieder Tomb Raider spielen, weil es schon wieder so komisch am Wackeln. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe keine Taschenlampe. Dich nicht, Arschloch. Denkst auch nur an das eine beim Wackeln. Ferkel, du. Sehr schön, Schatz. Schön, dass du wieder da bist. Zinkenbärchen, willst du nicht mit mir reden? Der wirkt sich. Mann, das Tippeln wird auch immer schwieriger. Boah, Niki, ey, du hast kranke Gedanken, echt. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich hab dich zu gut erzogen. Niki, ich bin so stolz auf dich. Du bist so gut geworden. Du bist mir echt gut gelungen. Mein Prototyp. Ich hab die auch gern, Niki. Kopf, die gehen. Bei Zocko musste ich nichts machen. Die war schon perfekt. You there. Wake up. Come on, stand up. Muss schon wieder aufstehen? We don't have much time. Can you stand up? Ja, ich kann stehen. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned. Wait. Nikki. Bradley is bester, really alive. Bester Mann hier. I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Was tun Sie mit den Patienten hier? What's going on here? Experiment. What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment. For problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs.
It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. Ist nicht das erste Mal, dass er schreit. All you need to do is to follow me as soon as the Am ersten Mal habe ich ihm Nacktbild gezeigt. Und Bärchen. Er hat noch nie einen nackten Bärenhintern gesehen. What does this mean? Sarah. Am I in an asylum? Jetzt hörst du doch schon an der Lache, dass du nicht an einer normalen Anstalt bist. Du bist in meinem Ferienhaus. Why the strange symbol repeated over and over? Ja, deswegen schreit er noch. Er hat sowas halt noch nie gesehen. Das ist für ihn ganz neu. Er wollte es mir nicht glauben. Ich muss es ihm zeigen. What did they inject him with? Der hat gar keine Augen mehr. Krass. Wenn ich das anhöre, danach voller Tatendrang. Keine Ahnung warum. Voller Tatendrang? Okay, interessant, Niki. Was passiert eigentlich, wenn du Raining Man hörst? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Ich konnte das Elend nicht mehr ertragen, okay? Warte, ich probier's aus. Jo, mach mal, Niki. Mach mal, Niki. Macht er sich bestimmt gleich ins Höschen. Abgeschlossen. Ist ja fürchterlich. Schon wieder abgeschlossen. Ja, Mai, was ist hier los? Ach, der ist ans Bett gefesselt. If I don't get out of here, I'll end up like him. Hey, die müssen wir retten. Oh, der läuft rum. Ich mag den irgendwie. Ja, nimm alles auseinander. Ja. Ja. Poor wretch. Naja, wenn ich mir das Essen so angucke, würde ich auch wahnsinnig werden. Scheiße, ich bin's schon. Er hat da schon alles auseinandergenommen? Da musst du mitsingen, okay? Weiß ich Bescheid, Niki. Niki kriegt den Klingelton, it's raining, man. Tarnung und Erkennung. Wenn ein Feind deine Anwesenheit vermutet, erscheint eine weiße Markierung, bla bla bla. Niki, hast du jetzt einen Ohrwurm? Zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich glaube, der hat Klaustrophobie. Sehr schön, Niki. Schön, dass du jetzt einen Ohrwurm hast.
Es ist mein Tagesziel doch heute schon wieder erreicht. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm going to see if there's sleeping pills left. Run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? Good God. What could this machine be used for? Hör mal auf. Da ist nichts drin. Ich kann es mir nicht verüben bei der Enge. Klappt aber irgendwie nicht, okay. Schnell sexy von Westernhagen anhören. Da geht das schon wieder. Nee, muss mal Gummibären anhören. Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich ein Auge in einem Tobsuchtsanfall aus. Voll krank. Voll die kranke Scheiße. Du siehst irgendwie tot aus. Is there a connection between this corpse and the machine? Dann könnte ich meine Frau gar nicht mehr sehen. Wobei ich habe so viele Bilder in meinem Kopf abgespeichert. The corpse is complete. Whose are these limbs? Der hat voll die geile Lache. Worse and worse. Ja, bei mir wäre es wenigstens steril. Damit ich länger Spaß habe und sie nicht an einer Infektion sterben. The liquid connects it to the electric current. What are its properties? Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Darf ich Knöpfchen drücken oder so? Gefährlich. This machine seems to consume a great deal of electricity. Warum willst du dir das jetzt nicht anhören, Niki? Und immer schön reinigen. Ja, damit es sauber bleibt. What will happen if I increase the current to the limit? Wenn du es bis aufs Äußerste aufdrehst, macht's bumm. Have I activated anything? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. I can still increase the load. Du willst nicht noch einen Urwurm haben, okay? Aber das Ding kann ich nicht bewegen. Kann ich dahinter? Irgendwie kann ich nicht an das Stromzeug dran. Ich brauche ein Opfer. I can still increase the load. Ich kann ja noch nicht mal hier dran drehen oder so. Also muss ich das doch. Der Strom geht doch dahin. Muss ich das doch irgendwie von hier machen oder muss ich woanders hin? Mal guck mal, hier läuft ein Stromkabel lang und das läuft darüber. Echt? Du kennst jemanden, der stellt sich bestimmt zur Verfügung? Oh Mann, kenn ich den?
Okay, der ist mir nicht hinterhergekommen. Ach, flüchtig. Ich kenne so viele flüchtige Menschen. Dieses blöde Kabel hin. Da rein. Da ist zum Glück nichts. Ich kann auch Türen schließen. Okay. It's locked. Oh! Also, das ist wieder zu verstecken. Let's calm down, please. Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me! Kill me! Oh. What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. Ich glaube, das kam von da. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Bitte nimm einen tiefen Zug, Digga. Nimm einen tiefen Zug. Dann siehst du vielleicht den Stern. Die drei heiligen Könige gesehen haben. This valve controls the pressure. Und hier muss ich jetzt reinpusten oder was? Control wheel is missing. Hm, doch nicht. Da ist weiter nichts. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Entschuldigung. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. Ich fürchte, dass das Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Würde die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Z. Allen Mechaniker. Habe ich noch mein Feuerzeug? Dann macht's bumm. Dann war's vorbei. Fall gelöst. Die sind alle gestorben. Wieso ist jetzt hier Druck drauf? A duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Hm. Richtig weiß ich noch nicht, was ich hier machen muss. Aber das kriegen wir noch raus. Na, bist du jetzt intelligent genug, ein Schloss zu knacken? Ah, er hat es geknackt. Ich gucke da, was ist das denn? It's done. Now for the others. Kann ich mich auch nochmal im Spiel im Schrank verstecken? It's locked. Die Tür ist zu. Echt, da passt du durch?
Hätte nicht sagen, dein Herz schlägt komisch. Meins fängt immer an zu rasen, wenn meine Frau bei mir ist. Alle rausgeschafft. Er ist schlanker als er aussieht, okay. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. The control wheel is missing. Ist sie deswegen? Der komische Bolzenschneider hier. Muss ich vielleicht hier? Boah. Ja, Niki, dann fangen wir an zu sparen. There's nothing happening. Was sieht dann auch? Drehen wir hier einfach mal wieder auf. Ja. Da passiert dann hier nichts. Okay. Brauchen wir hier definitiv noch so ein Rädchen. Okay, mal gucken, wo wir das herkriegen. Was steht denn hier? Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen Sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Fuller. Er ist im Lagerraum, da war ich doch gerade drin. Ah. Ja, ich habe für gestern noch fix 370 ausgegeben. Der Zocker hat die Spendierhosen an. Wieso Spendierhosen? Weil gelb. Hä? Oder meinst du Geld? Nee. Wird das doch hier irgendwo sein, ne? Ich sehe kein Rädchen. Das ist doch das Lager. Kommt davon, wenn die Leute nicht das wieder dahin legen, wo es hingehört. So, dann schauen wir mal hier nach. Wir sind halt zwei Monitoren am Maus, Mikrofon und Headset, Mikrofon am und Popschutz ist halt teuer. Ja, Popschutz ist wirklich teuer. Och, bitte. Knack das Ding auch. Bitte, 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 bitte. Nee, ist zu blöd dazu. This padlock is too complicated for me. Oh, der Koch. War das hier drin? Nein, das war. Nein, lass mich doch mal wieder zurück. Ich muss das öffnen. Genau. So war das. So, Mr. Pierce. Habe ich irgendwelche Punkte zum. Oh ja, ich habe tatsächlich Punkte auszugeben. Leck mich ja mal. Fehlt mir nur noch ein Punkt.
Ich könnte aber auch in einem Jahr schaffen, wenn ich 100% alles spare. Hier so ging es uns allen in deinem Alter. Nur, dass wir unser für andere Sachen ausgegeben haben. Ja, ich weiß nicht. Mein Geld habe ich auch für was anderes ausgegeben. Nicht für mich. Ich mach mal die Tür zu. Dann sieht mich der Koch nicht. Bestimmt schlecht gewordener. Nee, ist Medizin. Scopolamine, Morphine, Opium. Nothing but common drugs. Oh. Hab doch richtig gesehen, Licht. Niki? Definitiv. Hast du schon einen ausgesucht, Schatz? Interessant. Geschichte der Medizin. Okay, das muss ich nicht vorlesen. Der hat mich doch jetzt nicht gesehen, ne? So ein Arsch. Kann man den nicht K.O. schlagen oder so? Hat man nicht immer diese Option? Okay. Na, noch nicht bestellt. 400. Ja, aber trotzdem, das ist ganz schön viel, Niki. Der Woha, wo ich haben will. Boah, heftig, Niki. Du willst endlich deine Pornos auf dem großen Bild sehen, ne? Ah, Scheiße! Hä? Was war das denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Achso, ab hier bin ich wieder. Okay. Achso, er will meine Barthaare zählen. Ah, so. So ist es, ey. Muss ich irgendwas finden? Na toll. Wo ist ein fucking Hinweis? Leute, wenn ihr irgendwas Grünes seht, ne? Teilt es mir mit. Oh, fuck, er kommt wieder. Wuhu! Ne? Tschüssi! Ja, sicher, so schau ich. Oh, der hat sogar noch VGA-Anschluss, sehe ich gerade. Okay, das ist aber auch schon etwas älter, Niki.
So intelligent sind sie dann doch nicht, dass sie so hinterherkommen. Weiß ich nur nicht, ob er jetzt schon wieder kommt oder erstmal da hinten seine Runde macht. Mal gucken, wie lange er das aushält im Schrank. Zwei HDMI und einmal DisplayPort. Mhm. War nicht schlecht. Jetzt kommt er. Also hat er doch erstmal seine Runde gemacht. Scheißdreck. Hey! Scheiße! Oh. Tralali, tralalo, tralopsasa. Hier doch was. Nein. Mir ist egal, wie häufig er mich erwischt. With these chains on your wrist, you can't escape. Wo muss dieses Grüne sein? The door is blocked on the other side. Auch nicht rein. Ist dieses verkackte Grün. Ich hier unter. Ach, hör auf zu unken, du hast mich hier gar nicht gesehen. Ey, kommt jetzt gar nicht hier hinten rein. Ja, natürlich, Niki. Gib mein Bestes. Wo ist dieses scheiß Grün? Ihr habt es jetzt noch nicht gesehen, oder? Du bist ein komischer Typ, weißt du das? Ich nix. Grünes. Kann ja dann nur noch auf der anderen Seite sein. Da muss ich dann gleich nochmal hingehen. Wenn Bushi hier da wieder gekommen ist. Da kommt er schon. Ich muss noch die andere Seite nochmal ein bisschen durchsuchen. Hey, Dude. Ich sehe da nichts grün. Ah, gefunden.
I could use this control wheel. Das dreht schon. Ich hab das dreht schon. Ich hab das dreht schon. La 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 la. Ich hab das dreht schon. Ich hab das dreht schon. La 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 la. Hydra, trullala. Aber jetzt nicht am Rad drehen. Ja, nee, ist klar. Hydra, trullala. Am Rädchen drehen. Now for the next step. Pass auf, das kann ich jetzt. Ich muss noch die anderen auch noch finden, die Rädchen, ne? Oh ne! Ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Okay, lass mal das mal auf Volldruck. Hier ist auch Volldruck. Hier kommt gar nichts an. Na, einfach mal drücken. There's nothing happening. Ey, das ist doch eine Verarsche. Da liegt auch ein Rädchen unten. Definitiv fehlt noch ein Rad, aber ich finde das irgendwie bescheuert. Kann so ein Rädchen auch wieder abziehen. Mann, was für eine Scheiße. Niki, meckern! Weiter nach da hinten latschen oder vielleicht hier noch beim Koch rein. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Ah, danke schön, Niki. Danke schön, Niki. Ah, jetzt geht's mir doch gleich viel, viel besser. Ah, beste Mann, beste Mann. Richtig, alle guten Dinge sind drei. Ja. Ob ich den da reinschubsen kann? Ich hab Schlüssel gefunden. Da 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 da. Wir sind nicht bei Lili und Edna, okay. Ich muss mich verstecken.
No risk, no fun. Das war zu laut. Guck mich jetzt hier rein, weil ich den Schlüssel hab. Toll. Ich war schon von der anderen Seite drin, ne? Was für eine Verarsche. Okay, da habe ich schon alle auf. It's no use. The padlock won't give. Oh, Vorhängeschloss, okay. Gucken wir mal hier rein, weil hier ist kein Arsch drinne. Schon wieder ein Medizinbuch. Und? Oh, was habe ich hier? Was habe ich hier gefunden? Ich habe den goldenen Schnitz gefunden. Dum-diggidi-dum-dum-dum-di-di-dum. Desinigi, ich hab das Rädchen gefunden. I've got to hide before the guards see me. Ist nur, wo die Anstalt verlassen. Exit. Hoho. Ja, definitiv. Ey, der lebt noch. Darf ich jetzt meine Experimente starten? That you? Nope. Don't ich you worry schlimmer. About the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Was haben Sie ihnen angetan? Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? Because the doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. Hmm. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Interesting.
In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it! That's how it finds you! What finds me? Sarah Hawkins, visitor? The Shambler? Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. What the hell? I gotta. Insane. What killed him? Große Scheiße.